Hallo, hallöle Leute. Da sind ja wieder das Anton und der Döskopf. Oh, gegen das Mikro gehauen. Ja, zu einer weiteren Runde 7 Days to Die. Aber wir fangen quasi von vorne an. Habe ich mir sagen lassen. Also der Kufu hat sich gewünscht, dass ich mal eine neue Map aussetze. Und da mal gucke, ob ich da vielleicht ein paar neue POIs reinsetzen kann und so alles mal ein bisschen interessanter machen kann, dass es nicht immer nur wirklich die gleichen Gebäude sind. Ich habe mich mal ein bisschen umgeguckt. Ich habe mal ein paar POIs runtergeladen. Auch ein größeres Paket. ZZZ Tong. Irgendwie sowas. The Tongs Custom POIs. Hab das mal alles auf den Server geklatscht. Und musste dann natürlich eine neue Map machen, weil man kann nicht einfach so POIs austauschen. Beziehungsweise ich glaube, es geht schon mit einem World Editor irgendwie, aber ich bin mir nicht ganz sicher wie. Und es ist, glaube ich, sehr kompliziert. Also habe ich das alles draufgeklatscht und halt eine neue Map gestartet. Und die werden wir uns jetzt mal angucken. Mal schauen, wie es alles so funktioniert. Ob es wirklich interessanter ist, ob es überhaupt funktioniert. Und wenn ja, dann müssten wir einfach mal abklären mit dem Kufo und seinem Cousin, ob die jetzt wirklich auf die neue Welt rüberspringen wollen. Da müssen wir alle von vorne anfangen. Oder ob sie doch erstmal in der alten bleiben wollen. Die alte ist jetzt nicht gelöscht. Ich kann da problemlos wieder zurückspringen. Ist natürlich bloß schade, man muss wieder von vorne anfangen. Aber wir waren jetzt auch nicht so weit drin. Ich glaube bei Tag 23 oder 24. Jetzt nicht so weltbewegend hier gewesen. Ich glaube, bei Darkness Falls waren wir damals schon so fast bei Tag 100 oder irgendwie sowas, oder? 70 Tage oder sowas hatten wir auf jeden Fall, glaube ich, drin. Und dann ganz zum Ende, zum Spaß, haben wir mal auf Tag 700 oder sowas gestellt, um mal so einen richtig fetten Blutmond zu sehen. Ja. Ich habe jetzt nicht dran gedacht, dass man die Welt erstmal runterladen muss. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Wenn ihr Vorschläge habt für weitere coole POI-Pakete oder hier und da kleine Mods, vor allem Mods kann man ja später noch gut hinzufügen, einige, nicht alle, aber POI-Pakete muss man ja gleich am Anfang machen, also wenn man die Map generiert. Also wenn ihr Vorschläge habt für sowas, dann immer her damit. Kann ich mir ja auch mal in Ruhe angucken. Und schauen, ob ich dann noch irgendwas damit auf den Server klatsche. Und wenn jemand mal mitspielen möchte, seid ihr natürlich auch gerne eingeladen. Müsst ihr euch aber bei mir melden. Ne? Dann kann ich euch die IP geben und das Passwort. Die IP hat man bestimmt schon mehrmals gesehen. Hier und da in einem Stream oder in einem Video sogar, keine Ahnung. Aber das Passwort halt nicht. Ich möchte halt nicht random Leute drauf haben. Aber wenn mich jemand anschreibt, nett fragt und dann mitspielen möchte, warum nicht? Gerne. Das zähle ich dann nicht mehr als random. Eine Minute noch. Jetzt habe ich die Tür wieder zugemacht. Jetzt ist hier so warm. Und Ventilator anschmeißen. Und Tür ein bisschen auf. So. Ich hoffe mal, dass alles funktioniert. Oh, 99%, let's rock. Initialisiere Welt.
Willkommen, du Horst. Ja, danke, dass du mich so willkommen heißt. Selber Horst. Das Einmaleins des Überlebens begonnen. Lieber Freund. Ach, das lese ich jetzt nicht vor, ne? Das kennt ihr doch alle. Ja, es ist auf jeden Fall eine neue Map. Die Frage, ob die neuen POIs auch drin sind. Wie teste ich das am besten gleich von Anfang an? Ist das der Debug-Mode? Moment. DM? Debug-Mode? Mit dem Sehenswürdigkeiten-Teleporter. Und jetzt müssten hier auch irgendwo Zetong-Dinger drin mit dabei sein. Hier, Zetong. Sind drinne. Nur dann. Dann ist doch gut. Problem gelöst. Das Ding wieder ausmachen. Und Twitch anmachen. Ja. Alles klar. Jetzt müssen wir uns irgendwo ein kleines Häusle suchen. Wir werden heute auch jetzt nicht allzu viel spielen. Ich möchte mich bloß ein bisschen umgucken. Und dann vielleicht mal eine Zeit ausmachen mit dem Kufo und seinem Cousin. Dass wir uns dann mal wieder zusammen hier eine gemeinsame Basis irgendwo raussuchen. Wir sollten vielleicht erstmal das Tutorial spielen. Schlafsack. So. Den sollen wir sogar platzieren, ja? Ist das da? Ah, da zeigt mir die Materialien, die ich brauche, ja. Ja, cool. Steinaxt. Ja. Pflanzenfaserhose. Bäume zu ernten, ja. Holzknüppel. Eigentlich braucht man keinen Holzknüppel, die Fackel ist viel cooler. Die hat nicht mal eine Haltbarkeit. Man kann die endlos benutzen quasi. Für den Anfang ist das eine super geile Waffe. Was sollen wir? Feder sammeln und kleiner Stein. Primitiver Bogen. Das lasse ich fallen, ha? Primitiver Bogen und Pfeile. Was fehlt mir da? Kleiner Stein.
Kleiner Stein. Kann man da nicht einfach Stein kloppen gehen? Klar, oder? Kann man doch einfach Steine zerhauen. Wenn man welche findet. Was ist das da? Aha. Warum liegt denn hier schon Holz? Ist das, gehört das zu diesem Seton-Paket? Das habe ich noch nicht gesehen. Einfach nur schon ein fertig gefällter Baum. Und da sind... Da ist irgendwas. Oh, ein Gebäude. Da könnten wir vielleicht sogar die erste Base reinsetzen. Nur so für heute mal. Und dann muss ich mit dem Kufo klären, ob die auch mit hier auf diese Welt ziehen wollen oder nicht. Oder ob ich direkt schon mal irgendwo in eine Großstadt gehe, einfach jetzt der Straße folge, bis wir eine große Stadt gefunden haben. Ich gehe mal davon aus, die wollen sich bestimmt wieder in so einem Hochhaus positionieren. Es war schon ganz cool. Hat mich bloß gestört, dass man da immer so weit hochklettern muss. So ein kleineres Haus wäre mir eigentlich lieber. Nee. Nicht kaputt gehen. So, also Pfeile bauen, ja? Öffne das Fertigungsmenü und Baublock zu bauen. Ja, das kann ich machen. Und gleich platzieren. Ich platze gleich. So, zur Steinaxt. Achso, aufwerten. Und jetzt Lagerfeuer. Gute Arbeit, Überlebender. Du hast bewiesen, dass du eine Menge Potenzial, dass eine Menge Potenzial in dir schlummert. Geh zum nächstgelegenen Außenposten. 500 Meter ist gar nicht so weit. Was ist das denn? Der Einkaufswagen sieht putzig aus. Burger von White River. Wenn dort ein Außenposten ist, dann ist dort vielleicht auch, wenn wir Glück haben, eine Stadt in der Nähe. Verdammt! Den hätte ich doch auch per Fuß gekriegt. Wäre ich gleich losgerannt. Nein! Du Schwein. Naja. Nein, doch. Hey. Hallo, myself. Ah, ich muss den Chat wieder rüberlegen, oder? Machen wir mal die Kamera hier hin. Und den Chat darüber. Jo, moin. Warst du das gerade? Du doch nicht, ne? Ja, wir haben direkt eine Stadt gefunden. Ist doch super. Und ich möchte meinen, das ist doch ein neues POI, oder? Habt ihr das schon mal gesehen? Das sieht doch neu aus. Das könnte man sogar als Base benutzen. Guck mal, 4 Etagen oder so. 1, 2, 3, 4. Ist nicht übertrieben. Ich mag diese Riesenhochhäuser nicht. Vor allem, weil die Riesenhochhäuser möchte ich ja dann eigentlich auch noch selber benutzen. Harper Building, Stufe 5. Oh, möchte ich ja selber noch benutzen für Quests halt, ne?
Und wenn man da seine Base reinsetzt, kannst du das Ding ja nicht mehr drin questen. Aber hier RGB-Software, Stufe 3. RGB-Software, Stufe 3, das wäre doch geil für eine Base, oder? Und da könnte man dann auch hier gegenüber gleich die Blood Moon Base hinsetzen. Auf diesem Parkplatz. Ist doch geil. Ich gehe erstmal zum Händler. Also wie man es im Titel vielleicht schon gesehen hat, ich habe neue POIs reingeschmissen, musste dafür dann aber natürlich auch eine neue Map aufsetzen. Skillpunkte. Vier Stück. Ah, ich glaube, Backesel lasse ich diesmal weg. Ich würde ein bisschen was in den Magen vielleicht reinsetzen. Und Ausdauer, oder? Also erstmal in den Magen. Ich möchte eigentlich auch wieder ganz, ganz schnell Parkour hochleveln, aber ich glaube vorher draufhauen, oder? Erstmal. Erstmal den Schaden, dann das Wegrennen. Ich glaube, so machen wir das. Das Marketing. Also es sind definitiv neue Gebäude dabei. Das finde ich toll. Das wollte der Kufa auch unbedingt haben. Der hat gesagt, er hat die Schnauze voll von den Standardgebäuden. Alter. Was halten die denn aus? Uiuiui. Habe ich noch Pfeile? Steinpfeile. Was sind das? Select. Tire Station. Oh, schon ein recht passables kleines Hochhäusler. Das könnte der Higashi Tower sein, oder? Könnte sein. Ja, wir müssen dann auch wieder absprechen, wer welche Bücher lernt. Oder ob ich am Anfang erstmal alle nehmen soll. Eigentlich nicht. Stimmt ja, ich muss noch meine Ausrüstung fertig machen. Fällt mir gerade auf. Tragen, tragen. Ist das besser? Ja, scheint mir so. Pflanzenfasern, was kann man da denn alles Schönes draus machen? Also Handschuhe, ein Hemd, Schuhe. Was fehlt noch? Beinschienen. Brustpanzer, Mantel, Gesicht.
Konnte man nicht noch... Ne, Kapuze ist wieder Kopf, nicht Gesicht, oder? Ich glaube, das war es erstmal. Heuballen. Ja, wir machen Heuballen. Democratic Party Headquarter? Was? Die Demokraten sitzen hier? Mama's Justice. Kneipenschlägerei. Klar. Speere, das lasse ich jemand anderem. Gefechte in der Stadt nehme ich. Was war denn das gerade eben? Ein Hase. Oder soll ich erstmal alles lesen? Ich weiß es nicht, was mehr Sinn macht. Auf der letzten Map haben die beiden ja relativ wenig mitgespielt, muss ich sagen. Ach Mist. Ich hoffe, das wird sich jetzt ändern. Blöd. Trifft nicht. Ach cool, da oben steht Help. Bin noch gar nicht aufgefallen. Ja, also ich würde sagen, wir gehen jetzt hier einfach mal direkt zum Trader Joe. Machen diese Quest fertig und dann setze ich meine Base in das Gebäude da drüben rein, was ich schon... wie ist das? RGB Offices oder sowas? RGB Studio, irgendwie sowas. Ich denke, das ist ein guter Punkt für eine Startbase. Ach, das gibt's doch nicht. Ein bisschen leckt's. Ein ganz klein bisschen. Oh, sieht cool aus. Nicht dieser typische Holzzaun, ne? Das ist eine alte Kirche. Der Trader hat seine Base in einer Kirche drin. Ist ja cool. Das gefällt mir. Was baust du hier an? Ha? Das ist Jen! Jens Klinik! Ja! Jen mit den zwei großen Argumenten. Darf ich mal dein Inventar sehen? was? Moment. Beseitige Zombies ist näher dran. Dann nehme ich das. So, ja, aber ich würde direkt als allererstes mal die Base machen gehen. Zumindest mal eine Kiste hinstellen und ein Bett und einen Gebietsschutzblock. Und dann machen wir die erste Quest. Hey! Hey! So. Yay.
Ich glaube, das dahinter ist wirklich der Higashi Tower. Da war die alte Base drin. Könnte man theoretisch auch wieder reingehen, aber ich mag das ehrlich gesagt nicht, dass man da jedes Mal diese, was ich, 8 Etagen oder so hochklettern muss. Das ist viel zu viel. Ich finde, sowas hier, 4 Etagen ist schon fast zu viel. 2 wäre eigentlich genau die richtige Größe. Dass man einen Eingangsbereich hat und oben dann die Kisten. Aber gut. Wir nehmen mal den 4-etagigen. Tower. Der 4-etagige Tower. Mist, ich habe keine Pfeile mehr. Mist. Können wir schon einen Vorschlaghammer bauen? Nee, ne? Nee, das wird ja ein Spaß jetzt. Können wir einfach ganz nach oben gehen? Eine Kiste? Ein Block und ein Bett hin und fertig. Weiß nicht, wie das hier läuft. Auch noch im Keller, ja? Wo kam der jetzt her? Ach, du warst das. Ich würde den Block einfach schon mal hier hinstellen. Das kann ich ja später immer noch ändern oder noch einen zweiten Block setzen oder sowas. Ich habe, glaube ich, eingestellt, man kann 2 oder 3 Blöcke haben. Also gleichzeitig aktiv. Das müsste jetzt quasi extra Spawns in der Nähe hier verhindern. Oh, Dankeschön. Aber die, die schon da sind, die müssten trotzdem auch weiterhin da bleiben, glaube ich. Wo? Der Seite? Boah. Gut, dass es einen Fahrstuhl gibt. Hier können wir dann wieder eine Leiter hoch und runter bauen. Ich clear jetzt nicht das ganze Ding hier. Ich versuche jetzt einfach nur hochzugehen und mir da einen Schlafsack hinzusetzen. Und dann gehen wir uns die erste Quest angucken. Ich wollte auch heute absichtlich nicht allzu viel spielen, nicht allzu viel machen.
Weil ich ja noch abwarte, was der Kufo dazu sagt, ob er auch Bock hat auf diese Map und ob die dann beide auch hierher ziehen. Oder ob ich wieder zurückdrehen soll auf die alte. Es geht ja super mit so einem Server. Du hast die Welten und die Safe Games, die bleiben alle erhalten. Du stellst bloß einen Namen um in einer XML-Datei und dann springt er auf die andere Map zurück. Also, ist eigentlich voll easy. Auf dem Nischel! Drauf da! In die Eier! So, ich würde jetzt einfach mal hier volle Kanne auf den Tisch, das Bett drauflegen. Explosive Magazine, ja klar. Oh Gott. So, ja? Ne? So, ja? Und einfach hier in die Ecke. Warum geht das nicht? Ah, jetzt. Dann müssten wir uns noch eine Kiste bauen in irgendeiner Form. Natürlich, wir haben kein Holz. Wir haben natürlich kein Holz. Und diese Kisten kann man nicht verwenden, ne? Okay. Ja, Kisten. Dann gehen wir unten. Ach nee, Nägel fehlen. Nägel fehlen, nicht Holz. Nägel. Ich lese erstmal alle Bücher, die ich finde, einfach weil ich gerade keinen Platz habe. Aber später werden wir dann so ein bisschen Aufteilung machen. Okay. Verzeiht mir bitte. Wir haben ein Bett, wir haben einen Gebietsschutzblock. Jetzt gehen wir eine Quest machen. Und ja. Dann schauen wir mal, was der Kufo sagt. Ich finde die Map eigentlich gar nicht so schlecht. Xela! Ich finde die Map eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Schöne neue Gebäude. Wir haben sogar die Trader Jen als allererste gefunden. Es gefällt mir. Hat was. Emotional damage. Ja, die neuen Sticker, ne? Die sind schon ein bisschen krass. Teilweise richtig laut. Kann man ja ein Lagerfeuer hinsetzen oder sowas? Nee, lohnt noch nicht. Jo, jo, jo. Hast schon gesehen? Wir haben eine neue Map. Ja, das wird wahrscheinlich jetzt wieder ein bisschen dauern, bis die Level hochgehen und neue Sachen wieder freigegeben werden.
Fire. Ich muss Federn sammeln, ganz viele Federn, ey. Ja. Was war das? Oh, Essen, ja. Jetzt geht's los, ey. Das wird problematisch, ne? Weil wir noch gar nichts haben. Aha. Was ist denn hier los? So viele Zelte. Zelte und Autos. Sieht lustig aus. Das ist eine Schaufel. Reparaturkasten. Überlastung, ja, jetzt geht's los da. Noch nicht mal die erste Quest gestartet, schon sind wir überlastet. Oh, hier kommt Rauch raus. Achso, das ist ja der Trader. Das ist Jen, ja, okay. Ich wollte gerade sagen, warum kommt da Rauch raus? Das ist die Jen. Wer? Xela! Ich dachte, du spielst! Ich höre doch irgendwas. Hört ihr das? Nee. Okay. Waren das seine Todesschreie? Molotows. So zeitig schon Molotows? Geht das überhaupt? Hier waren zwei Zombies? Zwei Zombies? Okay, das war ein Easy Clear. Gibt's hier was zu essen?
Eine Wasserquelle, das ist auch gut. Wobei jetzt Wasser beim letzten Mal auch kein Riesenproblem war. Die Wasserkollektoren waren eigentlich recht praktisch. Ich hoffe, die können wir dieses Mal auch wieder bauen. Ja, schreckt mich. Das vielleicht sogar sauberes Wasser? Bei einem Trader drinnen? Weiß nicht, wie das funktioniert. The name's Jenny. Now that you have some money to spend, you can call me Dr. Running a 10% off sale for the rest of the day. Zeitschriften sind eigentlich gut. Sauberes Wasser wäre am Anfang aber auch nicht schlecht. I've got a bit of a problem. Oh, this is a dangerous one. Try not to get radiated. So, was verkaufen vielleicht? Ich weiß gar nicht was. Wir werden das alles ja noch brauchen. Ich müsste mir mal Nägel kaufen und dann könnten wir ein paar Kisten machen. Da wird vielleicht ein Schuh draus. So, easy peasy. Jetzt können wir Kisten machen. Kann ich das ganze Zeug in der Bude verwahren. Und wir können mal schön diesen Außenposten hier ausrauben, oder? Hier standen noch Autos rum und so. Wir klauen alles, was wir finden können. Ich wollte gerade sagen, ha, ihr wolltet mich wieder erschrecken, aber hier drinnen können doch gar keine Zombies kommen. Dann war es wirklich ein Zombie. Das ist eine Horde? Nee, plus zwei. Ganz dringend ein Vorschlaghammer. Wart ihr das gerade? Der Hund wäre jetzt zu verrückt gewesen. Wo soll denn hier ein Hund herkommen? Da habe ich euch durchschaut. Automatenvermietung. Ist auch interessant, du kannst hier deine eigenen Items reinsetzen und andere Spieler, die auf dem Server herumlaufen, können dann an diesem Automaten deine Items halt abkaufen. Macht halt dann Sinn, wenn man mit vielen fremden Leuten spielt. In einer Gruppe verkauft man ja sein Zeug nicht aneinander. Da wird alles einfach verschenkt, würde ich mal sagen, oder? Ja, was ist das denn für ein kleines Häusle? Ist das Jens private kleine Wohnung? Eine Handtasche. Dietriche, nice.
Schade. Ich hatte noch gehofft, dass hier irgendwie ein Medizinkabinett rumsteht. Ein bisschen Drogen klauen. Ich nehme Drogen jeden Tag. Ich nehme Drogen, so viel ich mag. Ja, gut. Dann gehen wir mal zu Base. Und bauen mal ein paar Kisten auf, damit ich das Zeug einlagern kann. Oh, so richtig überlastet, hä? 17. 17 Last. Ah, was denken ihr, ist eine gute Etage für die Kisten? Ich möchte eigentlich nicht jedes Mal extrem weit reinlaufen müssen, um alles abzulagern. Aber erste Etage ist mir ein bisschen riskant. Steht ihr? Die Crafting-Station, die könnte man, weiß nicht, dritte Etage oder so stellen. Und einfach dann einen Haufen Kisten in die zweite. Vielleicht. Diese Wasserkollektoren auf dem Dach. Und dann eine Verteidigungsanlage halt gegenüber. Auf dem, der Garage, auf dem Parkplatz, meine ich. Wir haben ja immer noch dieses Crafting from Container und dieses Quickstack-Dings. Also wir müssen die Kiste nicht auf der gleichen Ebene haben, wo wir sie dann nutzen. Aber ich kann sie auch nicht zu weit wegpacken, weil der Schnellsortierradius, der ist, glaube ich, nur 7 Blöcke. Was würde schon Sinn ergeben, wenn man die Kisten auf die gleiche Ebene packt wie die Crafting-Station, oder? Wie seht ihr das? Eigentlich genug Holz dabei? Moment. Beschreibbarer. Ach, deshalb haben die so viele von denen am Anfang gebaut, weil die keine Nägel brauchen. Verstehe. Aber ich möchte sie lieber beschreiben können. RGB-Software. Ja, komm, wir stellen alles oben hin, ja? Auf die rote Etage. Dann müssen wir halt wieder über den
über den Aufzugsschacht oder sowas wahrscheinlich wieder eine Leiter reinbauen oder sowas. Mal schauen, wie. Und hier müssen wir aufpassen, wir haben das Gebäude noch nicht ganz geklärt. Also nicht allzu laut durchrennen. Oh fuck. Sehr elegant. Wobei in dem Bereich jetzt eigentlich nichts auftauchen sollte. Ja, wir müssen gleich mal auch irgendwie Wasser abkochen und sowas, ne? Hatte ich diesen Raum nicht schon geklärt? Steht da nicht sogar mein Bett? Ach nee, noch eine Etage hoch. So viel dazu. Ja, hier steht's. So, wir brauchen Lagerfeuer. Wir haben sogar einen Kochtopf dabei. Ah, seht ihr, wir haben noch keinen. Wer ist das? Reagenzglas oder Glascontainer? Keine Ahnung. Ich glaube, wir können noch kein Wasser abkochen, oder? Gebackene Kartoffel geht. Wasser. Wasser geht auch? Okay. Dann ist gut. Dann ist ja schon mal gut. Und dann fangen wir mal an, Kisten zu verteilen. Beziehungsweise, wie macht man denn Kerzen? Können wir das schon? Tierfett fehlt uns da. Okay. Kisten. Wenn ich was sehen würde, ey. Das ist ja schrecklich. Wie dunkel das hier drin ist. Wirklich? Wo denn? Was denn? Wie denn? Ich muss erstmal was ablegen. Alles rein? Ja. Bin doch bestimmt auf der Seite. Oh fuck. Ja, ich würde sagen, wir müssten vielleicht mal das Gebäude klären. Ja, nächste Aufgabe wird jetzt das Gebäude klären. Und wenn wir das geschafft haben, würde ich sagen, reicht das für heute Abend. Und dann starten wir das nächste Mal mit dem Khufu und seinem Cousin hier rein. Das wäre zumindest nicht schlecht, wenn wir das mal hinbekommen würden.